Hey, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute nehme ich euch mal wieder durch meinen Tag mit. Ich habe nämlich heute vor, einen super produktiven Tag zu haben. Ich bereite mich aktuell so ein bisschen vor. Ich habe nämlich für den März ein größeres Videoprojekt geplant. Und dafür möchte ich jetzt alle anderen Sachen erledigen, damit ich einfach einen freien Kopf habe und mich nur darauf konzentrieren kann. Und ich habe jetzt am Wochenende schon ein bisschen vorgearbeitet und habe mir hier schon mal eine schöne, ausführliche Liste gemacht, was ich alles zu tun habe. Ein paar Sachen, bei denen es jetzt nicht super viel zu filmen gibt, habe ich jetzt am Wochenende schon erledigt. Wie zum Beispiel einen Essensplan machen, das haben wir super lange nicht mehr gehabt. Einkaufen gehen, Altglas und Pfand wegbringen, Kühlschrank auswischen. Das habe ich jetzt am Wochenende schon gemacht. Aber die anderen Sachen machen wir heute zusammen. Ich habe diese Liste in drei Kategorien eingeteilt, und zwar Haushalt, Arbeit und Persönliches. Haushalt ist die längste Liste. Was da jetzt noch ansteht, ist Bad putzen, Wäsche waschen. Hier ist so ein riesiger Wäscheberg. Ich habe am Wochenende jetzt auch schon angefangen, den so ein bisschen wegzuwaschen. Ja, aber irgendwie hat sich das über die letzten zwei Wochen so ein bisschen angestaut und deswegen, ja, versuche ich das jetzt heute mal alles wegzubekommen. Sasus Bett möchte ich ebenfalls waschen, also den Bezug hier unten. Staubsaugen, dann das Esszimmer bzw. die Sitzbank aufräumen. Pflanzen gießen, Flurschrank neu einräumen. Wir waren am Wochenende auch noch bei IKEA und haben so ein paar Organisationssachen besorgt. Und unseren Schrank im Flur, wo halt unsere ganzen Garderobensachen drin sind, also Jacken, Handschuhe, Mützen und so weiter. Dafür habe ich solche Organisationsfächer besorgt und möchte das dann gleich neu einräumen, damit das einfach ein bisschen ordentlicher ist. In meiner Arbeitsliste steht einmal der Videoplan für März. Das habe ich auch tatsächlich schon gemacht, habe ich gestern nicht abgehakt. Den habe ich gestern Abend fertig gemacht, dann dieses Video hier drehen. Außerdem habe ich noch ein paar Mails zu beantworten, muss noch eine Rechnung schreiben und noch was wegschicken und dann das letzte persönliches Pakete abschicken und verpacken. Ich habe hier tatsächlich noch zwei Weihnachtsgeschenke liegen, die ich leider nicht pünktlich zu Weihnachten fertig bekommen habe. Also es sind selbstgemachte Sachen und jetzt liegen die seit Mitte Januar in etwa hier rum. Ich weiß nicht wieso, irgendwie kam ich nicht dazu, die abzuschicken. Ich habe die Sachen in meine Kommode gepackt und seitdem liegen sie da. Also das wäre auf jeden Fall auch heute noch auf meiner Liste, das möglichst zu verpacken. Und dann kann ich es auch morgen noch abschicken, aber zumindest verpackt werden sollte es heute. Das ist also meine To-Do-Liste für heute. Ich denke, das reicht auch und dann legen wir los. Ich denke, als erstes fange ich mit dem an, was mir am meisten Spaß macht. Und zwar die Fächer in den Flurschrank einräumen. Ich hole dafür jetzt die ganzen Sachen einmal raus und sortiere das hier kurz durch, weil hier habe ich einfach mehr Platz. Ich zeige euch gerade mal, wie das aktuell aussieht. Also es ist, man sieht nicht viel. Hier oben sind unsere Jacken. Hier haben wir auch ein paar neue Kleiderbügel besorgt, da ja, wir einfach nicht genug Platz hatten, falls mal Besuch irgendwie kommt. Ich überlege aber schon die ganze Zeit, ob ich vielleicht ein oder zwei von meinen Jacken aussortiere. Da muss ich aber demnächst mal irgendwie durchgucken. Ja, aber heute geht es um dieses Fach hier unten. Das kann man so rausziehen, machen wir aber eigentlich nie. Also wir haben das einfach nur so hier drin. Mein Freund hat die Tage schon eine Box hier reingetan, aber so richtig ordentlich hat er das nicht eingeräumt. Stattdessen liegen jetzt seine Sachen auch noch hier bei mir drüben. Ursprünglich war es so, hier waren seine Sachen, hier waren meine Sachen und in der Mitte waren so Einkaufsbeutel. Und weiter hinten sind auch noch ein paar Sachen. Da ist noch mein Rucksack, unsere Picknickdecke und sowas wie Tischtennisschläger haben wir da auch noch drin. Das hole ich jetzt alles raus. Oh oh. Okay, es ist schwerer als erwartet und es sind ein paar Sachen runtergefallen. Ich finde hier gerade Sachen, die ich schon echt lange gesucht habe. Immer wieder praktisch, mal so alles auszuräumen. Und hier ist auch unglaublich viel Müll drin. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich gar nicht alle von diesen Boxen. Hinten muss immer noch Platz sein für meinen Rucksack. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ansonsten kann ich die kleinen ja auch noch hier drin benutzen, um das nochmal so extra zu unterteilen. Ja, ich glaube auch dieses hintere ist schon zu viel. Hinten ist dann noch unsere Picknickdecke und der hier die Badmintonschläger und sowas. Ich glaube, diese Sachen müssen wir auch mal aussortieren. Hier ist auch vieles, was überhaupt nicht benutzt wird. Ich bin irgendwie gerade total erstaunt, wie viel in dieser Kiste drin war. Tüten, 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 Tüten. Okay.
Also so sieht das jetzt erstmal aus und ich bin mir nicht sicher, wie ich es finde. Es ist jetzt zwar wesentlich ordentlicher, aber ich habe auch das Gefühl, dass durch diese Kisten weniger reinpasst. Andererseits sind hier aber auch viele Sachen drin, die hier nicht drin sein müssten. Einmal sind hier Sachen, die gar nicht benutzt werden. Und bei mir sind viele Sachen, die ich jetzt schon wegpacken kann, weil es für mich einfach nicht mehr so kalt ist, dass ich jetzt Handschuhe anziehe oder Mützen. Also da kann ich eigentlich alles, abgesehen von diesem Schal hier, schon wegpacken. Aber das mache ich jetzt heute nicht. Das lasse ich jetzt erstmal so. Ich räume die Kiste jetzt mal wieder in den Schrank und gucke dann, dass ich diese ganzen kleinen Sachen wie Picknickdecke, Tischtennisset und so weiter wieder reinbekomme. Und dann gucke ich mal, was mit dem ganzen Kleinkram ist, der jetzt hier noch rumliegt, wie zum Beispiel Fahrradschlösser, Kaugummipackungen und die Einkaufsbeutel müssen auf jeden Fall auch noch einen Platz bekommen. Ich habe es geschafft, der Korb ist fertig eingeräumt. So sieht das Ganze jetzt aus. Da hinten sind halt die Sachen, die wir nicht so oft brauchen, beziehungsweise die wir erst im Sommer wieder brauchen, abgesehen von meinem Rucksack, den ziehe ich dann halt immer einfach so raus. Ich habe mich jetzt entschieden, meine Wintersachen wegzupacken. Ansonsten hätte ich jetzt keinen Platz mehr für die Einkaufsbeutel gehabt. Ja, aber ich hatte die Sachen eh schon seit Wochen nicht mehr an. Deswegen denke ich auch nicht, dass ich die jetzt im März noch brauchen werde. Ich habe es jetzt so eingeräumt, dass hier mein Schal ist. Da unten ist noch eine Mütze und ein Stirnband. Dann hier schon eine Kappe für die wärmeren Tage. Und hier sind die Einkaufsbeutel. Da haben wir drei solche Baumwollbeutel. Mehr braucht man auch einfach nicht. Also ich habe ein paar wieder hier aussortiert. Wir kaufen die nicht. Ich weiß nicht wieso, aber wir kriegen immer wieder so Taschen geschenkt. Und hier sind noch diese Taschen. Die finde ich auch ganz praktisch. Und darunter sind die Obst- und Gemüsebeutel, die ich auch nur ziemlich selten brauche. Regenschirme, ein Schuhlöffel und hier sind die Sachen von meinem Freund. Er hat hier noch so ein bisschen Krimskrams, wie zum Beispiel so eine Powerbank, die auch ein Handwärmer ist. Oder ein Fahrradschloss, das habe ich einfach hier mit reingesteckt. So ist alles ganz gut untergekommen und jetzt kommen die Jacken wieder rein und dann sieht man wieder gar nichts. Hier sind jetzt noch ein paar Sachen übrig, die ich noch woanders einräumen werde. Das sind halt einfach so Sachen, die in meiner Handtasche drin waren und dann habe ich die da reingeschmissen. Und die kommen jetzt alle wieder an ihren Platz. Und so sieht es jetzt aus. Aber ich finde, obwohl hier so viele Jacken hängen, merkt man trotzdem, dass es ordentlicher ist als vorher. Man sieht direkt, was da alles liegt und wo alles hingehört. Ich muss jetzt gerade noch die Wäsche von gestern abhängen, bevor ich die nächste Ladung hier hinpacken kann. Gefühlt habe ich diese Woche so 500 Maschinen gewaschen. Wie ihr vielleicht wisst, benutze ich ja jetzt seit einiger Zeit das Waschmittel von Everdrop oder eher die Waschmittel. Ich habe nämlich mehrere zu Hause. Und ich muss sagen, von allen nachhaltigeren Waschmitteln, die ich probiert habe, sind das auf jeden Fall die besten. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Wäsche sauber wird. Das wird sie auf jeden Fall. Aber was mir besonders gut gefällt, ist einfach der Geruch von dem Waschmittel. Also er bleibt auch noch lange an der Wäsche. Besonders bei der Bettwäsche finde ich das richtig schön, wenn man das Bett frisch bezogen hat. Dann ja, bleibt das halt einfach noch so ein paar Tage richtig frisch. Aber ohne, dass es jetzt so ein total penetranter Geruch ist, von dem man irgendwie Kopfschmerzen bekommt oder so. Also es ist einfach richtig angenehm. Was für mich außerdem noch ein ganz großer Pluspunkt ist, ist, dass die Waschmittel komplett in Papier verpackt sind. Wie ihr wisst, versuche ich ja wieder unseren Plastikmüll sehr zu reduzieren und das passt dann natürlich perfekt. Also falls ihr auch noch nach einem richtig guten, veganen und nachhaltigeren Waschmittel sucht, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Und Everdrop feiert jetzt gerade den 4. Geburtstag und dazu gibt es eine ganz besondere Sale-Aktion. Und zwar machen sie einen Secret Sale. Das heißt, wenn ihr ganz normal auf die Everdrop-Website geht, dann findet ihr diesen Sale nicht. Zu dem Sale kommt ihr nämlich nur über einen Link. Den Link findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und dort gibt es dann 10% Rabatt auf alle Starter- und Sparsets. Und außerdem könnt ihr mit meinem Rabattcode, den schreibe ich euch einmal hier oben hin und nochmal unten in die Infobox, nochmal zusätzlich 10% sparen, auch auf die reduzierten Artikel. Wenn ihr auf den Link klickt, dann müsst ihr zuerst ein Passwort eingeben, um zu dem Secret Sale zu kommen. Und mein Rabattcode gilt hier auch als das Passwort.
Bisher war ich mit allen Produkten, die ich von Everdrop probiert habe, absolut zufrieden. Aber was ich euch am meisten empfehlen kann, sind auf jeden Fall die Waschmittel. Also schaut euch unbedingt das Clean Laundry Set an, da seid ihr komplett mit allem versorgt. Ich räume jetzt die Wäsche hier ein, die nächste ist gleich schon fertig. Und in der Zwischenzeit mache ich noch das Bad fertig. Es ist der nächste Tag. Ich mache jetzt gerade noch die letzten Dinge, die ich gestern nicht mehr geschafft habe. Einmal habe ich hier Wäsche, die über Nacht im Trockner war und jetzt gerade habe ich noch eine neue Waschmaschine angemacht. Und das Einzige, was jetzt noch übrig ist, ist einmal Sasus Bett zu waschen. Das mache ich heute noch. Und die zwei Pakete zu verpacken. Aber ansonsten bin ich echt mit allem durchgekommen. Also es war ein richtig erfolgreicher Tag. Ich habe gestern Abend dann noch meine Mails beantwortet und die Rechnung geschrieben, die ich noch abschicken musste. Somit ist meine To-Do-Liste jetzt abgearbeitet. Ich habe den Kopf wieder frei und die Wohnung ist wieder ordentlich und sauber. Das Krasseste ist aber wirklich dieser Wäscheberg. Also das war so unglaublich viel und das jetzt schon seit mehreren Wochen. Obwohl wir nur zu zweit plus Hund sind, haben wir einfach richtig viel Wäsche. Manchmal denke ich mir, ich bräuchte eigentlich so eine Großfamilienausstattung. So am besten zwei Waschmaschinen, zwei Trockner und die laufen dann jeden Tag. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also ganz so viel Wäsche ist es dann auch nicht, aber es ist schon erstaunlich viel. Also durch den Hund ist es schon einfach so viel mehr geworden. Aber tatsächlich finde ich das gar nicht so schlimm, weil Wäsche waschen ist so eine meiner Lieblingsaufgaben im Haushalt. Ich finde, das macht richtig Spaß. Diese Wäsche ist damit fertig und ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Heute steht, wie gesagt, nur noch die restliche Wäsche an und heute Abend packe ich dann noch die Pakete ein. Die hätte ich eh nicht im Video gezeigt, falls diese Personen dieses Video gucken sollten, weil es soll ja trotzdem noch eine Überraschung sein. Aber ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen motivieren, die Sachen, die ihr euch vorgenommen habt oder die schon lange rumliegen, auch anzupacken und einfach mal so einen produktiven Tag zu machen. Ich persönlich mache das total gerne, dass ich mir einfach so einen Tag oder ein Wochenende dafür mal nehme und einfach mal alles abarbeite, was sich irgendwie aufgestaut hat. Klappt bei mir irgendwie besser, als wenn ich das auf einzelne Tage in der Woche verteile. Und ist auch irgendwie ein anderes Gefühl, wenn man alles in einem Rutsch so durchgemacht hat. Aber das war's dann wie gesagt für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!